Entweder hast du dann schon drin im Ordner oder halt nicht. Das wollen wir ja sehen. Ich habe auch einen Lamborghini hier mit drin. Der hat bei mir nicht geklappt. Ach so. Den habe ich mal runtergeladen und dann hat er beim nächsten Mal wieder gezeigt, dass ich diese Mod brauche. Oder vielleicht stimmt es gar nicht. Der hat ja mal bei dem hier auch gezeigt, dass ich die DLCs brauche. Und später hinaus hat er sich nicht mehr beschwert. Müssen wir mal ausprobieren. Ja, erstmal bleiben wir bei den Sachen, die wir halt so benötigen eventuell. Genau. Es gibt da auch günstigere Ballenpressen. Na gut, wenn ich mein Geld habe, werde ich mir das kaufen, während du nicht da bist. Kannst du freilich machen. Die finanziellen Mittel stehen zur freien Verfügung. Das Problem, warte mal. Das Problem ist einfach nur, dass ich als Server-Hoster, wenn du den Server verlässt, Ja. bist du ja wieder geldlos. Ah, ja, aber ich verdiene so viel. Habe ich jetzt nicht hochgehoben? Nee, ich fahre mit Grupper durch die Wiese. Das Einzige, was wir machen könnten, dass wir das Zeug halt nicht immer gleich verkaufen, sondern wir packen es in die Silos. Dass du dann halt praktisch, wenn du irgendwas kaufen möchtest, dass du dann praktisch halt ein Silo lernen kannst und dann... Ja, okay, aber ich denke auch, dass wir gemeinsam kaufen können. Ich fand es gar nicht so schlecht, dass wir diskutiert haben. Dann sieht man ja, was für Entscheidungen anstehen und so weiter. Na gut, man muss sagen, das Feld ist auf der linken Seite krumm. Das folgt Nee, ja. das ist nicht krumm, das hat einen Bogen direkt das Feld. Also Ja, das liegt nicht nee. an uns. Ja, ich meine, das folgt ja dem Fluss, deswegen sieht es jetzt hier an der Stelle, wie ich fahre, so ein bisschen komisch aus, aber das ist schon richtig. Deswegen, wenn ich ja hier mit Erntehelfer das gemacht habe, ja, dann habe ich es immer auf der kurzen Seite habe ich den fahren lassen. Ah, okay. Weil der den Bogen sonst nicht so richtig schön mitnimmt. Weil die sind halt, oh, da bin ich das eine Mal am Anfang, bin ich an den blöden Helfer verzweifelt. Weil die merken sich ja ihre Route, wenn sie im Feld unterbrochen werden, ne? Und da wollte ich den auf einem anderen Feld einsetzen. Ja. Und der hat dann nur dummes Rumgeeier gemacht, weil er die alte Route von dem anderen Feld noch drin hatte. Aha. Bis ich das mal gerafft habe, dass du da erst die Route löschen musst wieder. Oh, nee. Wie löscht sogar eine Route? Mit 9 gedrückt halten. Aha. Es hat auch ewig gedauert, bis ich da mal drauf gekommen bin. Das steht sogar oben drinne in dem Hilfskasten, weißt? Route löschen. Ist mir noch nie aufgefallen. Also ich hole jetzt den Helfer, machen wir mal. Na gut, jetzt fährt er halt geradeaus weiter. Und ich entlasse ihn wieder mit H. Wenn du den wieder einstellst, müsste dann irgendwie eventuell das mit Route löschen kommen oder Nee, so. kommt nicht, aber ist egal. Vielleicht Singleplayer bloß, keine Ahnung. Ach, du hast dein Licht mittlerweile auch schon angemacht. Yep. Das finde ich auch interessant im Real Life, wenn du mal abends über die Landstraße Ja. fährst und dann so einen Traktor siehst, die haben ja richtig Flutlicht drauf. Also das ist ja Da mache ich mir das. manchmal schon Gedanken von wegen, ja, ist das jetzt auf der Straße? Kommt mir das Das. entgegen oder was ist das zur Hölle? Genau. Das ist manchmal ganz schön irritierend. Oder wenn da irgendwo ein Zug kommt oder so. Jetzt weiß ich nicht, wo du entlang fährst, aber okay. Ja, auf jeden Fall, bei dem Feld gibt es dann auf jeden Fall gut was zu ernten. Genau. Vielleicht sollte man als nächstes noch mal einen Grupper kaufen, so großer. Ja, es wäre wahrscheinlich ganz praktisch. Es geht halt schneller, ne? Ja, aber dann bräuchten wir ja auch vielleicht einen größeren Traktor und Sehe. dann könnten wir uns gleich den Frontlader kaufen. Verdammt. An dem Frontlader kannst du dann aber kein Gewicht dranhängen. Das müssen wir halt testen, das kommt ja. Ja, Hauptsache hat man gekauft, deswegen. Dann können wir ja zumindest die Ballen und so. Ja, da kann ich ja, wenn wir das Gewicht nicht vorne dran kriegen, dann kaufe ich so eine Ballengabel, also jetzt nur mal Und theoretisch. hängst dir einen Ballen vorne dran. Genau.
Ich halte mich von der ganzen Ballgeschichte dann fern, das garantiere ich ja jetzt schon mal. Ich habe es nämlich schon probiert mit diesem blöden Ballnäger. Jo, was Nee. glaubst du, was ich verzweifelt habe, diese Ballen da, diese Quaderballen hoch auf das Förderband zu kriegen? Mit diesem Ballenhänger, da mit diesem automatisierten, Ja. geht es ganz einfach. Weil letztens bin ich mal auf so einen Multiplayer-Server gejoint. Und der hat mir das einer gezeigt, wie der das macht. Ja, aber Gar nicht. Das ist dumm. da gibt's einer, der, aber das ist ja ein Cheat, indem er in die Scheune reinfährt und dadurch das reinlädt. Ja, der, wo mir das Ja. gezeigt hat, der Ja. fährt mit dem Hänger, Ja. fährt er so weit wie möglich dieses Förderband rückwärts hoch. Ja. Und dann tut er das halt abladen und fällt das alles direkt rein in die Scheune. Ah, okay. Und das kannst du dann mit diesem Ballenhänger kannst du das nicht machen, weil der nicht kippen kann. Ja, aber das ist ja auch nicht die feine Art hier. Ja, aber das kann wahrscheinlich jeder, der schon mal diesen Simulator hier gezockt hat, der kann das bestätigen, dass das mit den blöden Gabeln, das. Nee, also. Also mal ein Aufruf an meine Zuschauer. Macht mal ein Video, wie ihr das macht und hängt es mal unten dran. Ja, genau, das wäre mal. Ja, das könnte man machen. Postet einfach mal eine Videoantwort drunter, wie man am besten mit dieser Ballengabel die Ballen auf dem Hänger und dann auch aufs Förderband platziert. Das wäre doch mal jetzt. Halt, wegen mir auch im Zeitraffer oder so. Ne, Zeitraffer ist scheiße. Halt ein bisschen zurechtschneiden. Muss ja jetzt nicht komplette Szene. Aber du wirst sehen, das ist eine total verzweifelnde Arbeit. Ja, meine Zuschauer sind fit. Ich weiß ja nicht, was mit deinen ist. Ja, okay, wir mögen die Zuschauer fit sein, aber der Landwirtschaftssimulator sind sie sich dessen nicht fit. Weil da hüpft der Traktor, da hüpft der Hänger, bloß die Ballen, die sind irgendwie, ja, schwer. Aber das wäre schon mal interessant zu gucken, wie das andere machen. Ja, das finde ich so gut. Ich habe jetzt schon viel von meinen Kommentatoren gelernt, also. Es ist bloß nur das Blöde, wenn man jetzt wirklich mit der Aufnahme so weit im Voraus ist, ne? Ja. Und die sehen, oh verdammt, den könntest du da vielleicht was erklären, das könnte der vielleicht noch gebrauchen, den Hinweis. Und du hast das aber in der Zeit schon lange rausgekriegt selber, weißt? Das ist noch schon ein bisschen deprimierend. Da geben sie dir schon eine Antwort, aber du musst dir dann denken, ja scheiße, ich kann's schon jetzt. Aber trotzdem finde ich es nett in der Richtung. Ja doch, das finde ich ja trotzdem klasse. Bei dem Eve gerade, das Eve, das, weil da gibt's. Da kannst du nur immer lernen. Da gibt es Leute, die zocken seit 5 Jahren und lernen noch dazu, was? Ja. Wobei ich sehe, wir nehmen bestimmt schon um die 3 Stunden auf. Richtig. Das sind locker um die 4, 8, 12, ja, 12 bis 15 Parts. So, dann mache ich noch eine Spur, den Rest und dann ist das Feld robotechnisch erledigt. Das wäre cool. Vielleicht kommen wir da noch zur Tagesschau nach Hause. Ganzes Feld gekrobbert, meine Fresse, das große. Das habe ich sonst immer den Helfer machen lassen und habe währenddessen halt Fernsehen geguckt oder Kaffee getrunken. Weiß ja keiner was. So, mal schauen. Kriegst du einen Wollen wir ganz Amstrasse spielen? Footloose. Kennst du noch die Original den Originalfilm von Footloose? Nee. Weißt Ich habe aber, jetzt gerade erstmal überlegt, welchen Fuß ich verloren haben soll. kennst du überhaupt Footloose? Also Nee. das ist ja nochmal neu verfilmt worden. Und da kommt einer aus der Stadt auch aufs Land und als Mutprobe fahren dann zwei Traktoren gegeneinander, also auf der Straße. Und der erste, der aussteigt, hat verloren. Ach so, hier Angsthasen spielen, so. Ja, und er wollte aber ziemlich früh schon aussteigen, ist aber mit dem Schnürsenkel irgendwie hängen geblieben und kommt nicht praktisch runter oder so irgendwas. Und dann meinen alle, er wäre der Held. Ich bin jetzt am Überlegen, lade ich den Kuba jetzt hier ab oder fahren wir darüber in die Garage? In die Garage, sonst rostet der. Über Nacht gibt es ja Tauwetter. Okay, du hast recht. Aber Licht mache Nacht ich gibt's wieder an. Tauwetter? Ja,
Kommt Tau. Also morgens. Erstmal müsste ja Schnee liegen. Nee, also wenn du morgens aufgehst, auf der Wiese liegt doch so Ja, Wasser in der natürlich. Richtung. Der Morgentau. Der Morgentau, genau. Oh, jetzt nervt mich gerade die Tempo. Ups, Salat! Verloren. Zu schnell? Ja. Ach so, du darfst ja nicht hoch. Dann lass ihn auf dem Feld liegen. In dem Fall ist es vielleicht sinnvoll. Ja, mit der 2 kann ich ja fahren, das geht schon. Ich habe halt versucht, mit der 3 zu fahren, aber das wollte dann doch nicht. Da drüben fährt er. Na, schaffst du es, den Grubber vernünftig einzuparken? Perfekt. So, mal noch ein bisschen Cockpit-Perspektive voran hier. Das war ja das Schöne beim Truck-Simulator, da hast du die Seitenspiegel. Ich will den Cooper gar nicht sehen, wie er hinten auf der Straße rumkratzt. Wie der ganze Lack abgeht. Doch, ich will es sehen. Oh mein Gott. Ach ja, das wäre jetzt vielleicht auch mal noch eine Möglichkeit. Es gehört sich so beim Einparken, dass er dann nicht so viel Platz wegnimmt. Ach, den anderen Kram schaffst du auch gerade noch rein. Ja. So, den stelle ich ganz am Rand. Den brauchen wir so und so nicht. Woher wissen wir jetzt, ob die Bienen was gebracht haben? Ja, wahrscheinlich morgen sehen wir. Ja, das ist ein bisschen zu knapp hier. Das mag ich nicht. Wir haben ja genug Platz. Wo stelle ich ihn dann hin? Das Schöne ist, ich sehe zwar deine Scheinwerfer leuchten, aber du hast keinen Scheinwerferkegel direkt so. Hurala! Ja, jetzt haben wir ein... Nee, wir haben kein Problem. Warst du wieder oben? Nee, weil da ist eine Kante und da kriege ich das Ding so nicht drüber. Siehst du das? Klar, Moment. Ah, ja, und das merkt er. Okay. Aber ich bin ja nicht dumm, da ich ja eh praktisch fast gerade stehe. Mach ich das jetzt so? Ach Ja. nee, da bleibt das Ding ja trotzdem unten. Dann lass ihn doch so stehen. Also, das ist ja hier eine Ha! Ausnahme. Jetzt kriegen wir wahrscheinlich nie wieder raus. Komm, die Kante schaffst du auch noch. Los! Gib Gas! Ui! Und abladen, So ein mit Q. Traktor hat doch keinen Frontantrieb, oder? Ja, Da eigentlich doch nicht, aber... oder Allrad in der Richtung. So. Ich wüsste nicht, wo der vorne eine Antriebswelle haben sollte. Weil die Räder sind gerade eben durchgedreht. Ja, ich weiß. Voll kurios. Ich habe schon gedacht, der Mond ist auf, wie das Licht leuchtet. So wie so ein. So, was machen wir mit dem Anhänger? Ach, ich habe doch. Komm, du kriegst ja gleich meinen Rückwärtsfahrkurs mit Anhänger einparken. So, wenn ich so stehe, dann müsste ich doch gleich direkt reinkommen. Ha! Sag ich jetzt mal. Sei froh, dass der Hänger kein Gelenk hat. Ah. Aber es hat trotzdem nicht gereicht, ne? Doch, es hat gereicht. Ich bin aber zu schnell gefahren. Sonst hätte ich. So. So, mein Anhänger. Den könnte man als Wassertunnel nutzen. In den Geräteschuppe fahren, ich weiß nicht.